Herzlich willkommen bei Kirche Plus. Herzlich willkommen aus Wülferknetter Heide. Ich erinnere mich noch ziemlich genau daran, wie lang die Adventszeit für ein Kind werden kann. 24 Türchen öffnen sich nur sehr langsam und die Spannung steigt ins Unermessliche. Und jetzt ist er da, Heiligabend. Das 24. Türchen ist geöffnet und die Geschenke unter dem Baum müssen nicht mehr lange warten. Gott kommt zu uns. Gott kommt zu uns auch ins Jahr 2020. Und dieses Jahr ist es ein wenig so wie damals bei Jesus. Herbergen und Gaststätten haben geschlossen und für die Familien ist es eine Situation, die sie bisher noch nicht kannten. Wir feiern Familiengottesdienst und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, endlich ist es soweit, worauf wir lange gewartet haben. Heute feiern wir deine Geburt. Die Tage waren spannend und geheimnisvoll. Danke, dass du für uns in diese Welt gekommen bist. Wir haben sicherlich noch viele Wünsche, dass die Geschenke schön sind, aber am größten in diesem Jahr sicherlich, dass Corona bald vorbei ist. Vielen Dank, dass wir uns heute hier versammeln dürfen und den Kindern bei der Aufführung ihres Krippenstückes zusehen dürfen. Sei du jetzt bei uns. Amen. Zu jener Zeit ordnete Kaiser Augustus an, dass alle Menschen in seinem Reich gezählt und für die Steuer erfasst werden sollten. Diese Zählung war die erste und wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter der Provinz Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, jeder in die Heimatstadt seiner Vorfahren. Auch Josef machte sich auf den Weg aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, ging er nach Judäa, in die Stadt Davids, nach Bethlehem. Denn er stammte aus der Familie von König David.
Dorthin ging er, um sich einschreiben zu lassen, zusammen mit Maria, seiner Verlobten. Die war schwanger. Während sie dort waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall. Denn in der Herberge hatten sie keinen Platz gefunden. In jener Gegend waren Hirten auf freiem Feld. Die Hirten wachen bei ihren Herden in der Nacht. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Und sie fürchteten sich sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen: Habt keine Angst, ich habe eine große Freudenbotschaft für euch und für das ganze Volk. Heute ist euch der Retter geboren worden, in der Stadt Davids, Christus, der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr ihn erkennen werdet. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Und plötzlich waren bei den Engeln ein ganzes Heer von Engeln, all die vielen, die im Himmel Gott dienen. Die priesen Gott und riefen: Groß ist von jetzt an Gottes Herrlichkeit im Himmel, denn sein Frieden ist herabgekommen auf die Erde zu den Menschen, die er erwählt hat und liebt. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem und sehen uns an, was da geschehen ist, was Gott uns bekannt gemacht hat. Sie liefen hin, kamen zum Stall und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind in der Futterkrippe. Als sie es sahen, berichteten sie, was ihnen der Engel von diesem Kind gesagt hatte. Und alle, die dabei waren, staunten über das, was ihnen die Hirten erzählten. Maria aber bewahrte all das Gehörte in ihrem Herzen und dachte viel darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihren Herden zurück und priesen Gott und danken ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles genauso gewesen, wie der Engel es ihnen verkündet hatte. Thank you.
Wir haben eben von Marie und Henrik die Weihnachtsgeschichte vorgelesen bekommen. Sie haben uns von den Hirten erzählt, die nachts auf den Feldern ihre Herden hüteten. Und als diese Hirten von den Engeln gehört hatten, dass Jesus, der neue König der Welt, geboren ist, da machten sie sich schnell auf den Weg zum Stall, denn sie wollten das Baby sehen, es begrüßen und bestaunen. Hals über Kopf stürzten die Hirten los und eilten nach Bethlehem. Nur, Kinder, könnt ihr mir sagen, wer nun auf die Schafe aufpasste? So Mutterseelen allein auf dem Felde. Das war doch sehr gefährlich für die Schafe. Lass uns mal sehen. Nun, zu jeder Schafherde gehöre auch ich. Ich bin der Schäferhund. Auch ich habe eben von der Geburt des Jesuskindes gehört. Hey Tiere, kommt doch mal her. Ich muss euch etwas ganz Tolles erzählen. Ich habe eben etwas erlebt. Da kamen so Gestalten vom Himmel und sagten zu meinen Hirten, dass da ein König geboren sei. Er liegt in einer Krippe in einem Stall in Bethlehem. Also sind die Hirten los, um sich das Kind anzuschauen. Die Tiere hörten gut zu. Und als der Schäferhund geendet hatte, ja, da, eigentlich ist es doch ungerecht. Dann wird der König der Welt geboren und nur Ochse und Esel sind verbreitet. Los, lasst uns alle nach Bethlehem gehen und den neuen König begrüßen. Das ist eine gute Idee. Aber was nehmen wir dem Baby denn mit? Wir brauchen noch Geschenke. Kein Problem, wir werden schon was finden. Ja, was nehme ich dann mit? Was nehme ich bloß mit? Da haben wir Schafe und echt Reife. Wir schenken dem Jesuskind unsere Wolle. Daraus kann Maria ihnen dann ein Händchen stricken. Was soll denn Maria mit roher Schafswolle anfangen? Die kann sie doch gar nicht verstricken. Ich verspinne die Wolle zu einem Faden. Nun haben schon einige Tiere ihre Geschenke für das Baby herbeigeschafft. Aber es werden noch mehr. Zu viel Süßes ist nicht gut für die Zähne. Etwas Kräftiges braucht der Mensch. Ich bringe die schönsten und saftigsten Möhren aus meinem Vorrat zur Krippe. Wartet auf mich. Ich muss erst die Nüsse aus meinem Vorrat holen, denn Nüsse machen stark und munter. Ich bringe dem Jesuskind schön warmen Sand aus der Savanne mit. Da kann es toll mit spielen. Oh, das ist toll. Und ich bringe als Katze alle Tiere zum Stall. Maria und Josef werden sich wohl über das ein oder andere Geschenk ein wenig gewundert haben. Möhren oder Nüsse. Doch sie freuten sich über die lieben Gedanken und Mühe, die sich die Tiere gemacht hatten. Während die Tiere nun ihre Geschenke zu Jesus an die Krippe bringen, singen wir Stern über Bethlehem.
Ja, und noch ein kleines Tier kauert am Türpfosten des Stalles. Es ist ein ganz, ganz kleines Tier. So klein, dass man es kaum sehen kann. Könnt ihr euch denken, welches? Na, wer bist du denn? Ich bin der Flo. Die Menschen meinen, ich sei Nichtsnutz. Ich würde nur böse Krankheiten übertragen. Manchmal frage ich mich, wozu ich eigentlich auf der Welt bin, ich Nichtsnutz. Auf einmal sieht er, wie ihn das Baby in der Krippe anschaut. Es beginnt fröhlich zu strampeln und der Flo traut seinen Augen nicht. Das ist ihm ja noch nie passiert, dass ihn jemand so freundlich anlacht. Und in diesem Moment ist auch für den kleinen Flo Weihnachten. Herzlichen Dank für dieses Krippenspiel. Herzlichen Dank dem Kindergottesdienst unter der Leitung von Gudrun Hillebrenner und Marie Bökemeier. Ohne euch, ohne diese Leistung, die wirklich nicht ganz einfach war unter diesen Bedingungen, hätten wir kein Krippenspiel. Danke dafür. Und als kleinen Dank werdet ihr Bücher bekommen. Bücher zum Beispiel über die Tiere, die es damals zur Zeit Jesu gab. Denn welche Tiere waren eigentlich genau im Stall? Und durfte ein Löwe einfach so zur Krippe kommen? Viel Spaß beim Lesen und viel Spaß beim Vorlesen lassen. Und jetzt wollen wir zusammen beten. Guter Gott, an Weihnachten erinnern wir uns, wie du Mensch geworden bist. Wir feiern Weihnachten seit Hunderten von Jahren an allen Orten dieser Welt. Und du bist mit dabei. Du warst dabei, als Menschen Weihnachten im Krieg feierten, bei Seuchen, Hungersnöten und in großer Angst. Du hast in der Fremde mitgefeiert, im Zuhause, sogar auf der Flucht. Du warst bei harmonischen Familienfeiern, aber auch in Streit und Einsamkeit dabei. Du bist ein Gott an unserer Seite und du alleine kennst uns bis ins Herz hinein.
Du verstehst, wie es uns in diesen Tagen wirklich geht. Komm zu uns. Komm in unsere Lebenswelt. Hilf uns zu verstehen, wie sehr du uns liebst. Und gemeinsam beten wir. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und wir stellen uns unter den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.